Ich begrüße Sie sehr herzlich zu der ersten unter den Linden-Sendung nach der Bundestagswahl. Der Wähler hat gesprochen und das Ergebnis ist mehr als schwer umzusetzen, wenn es um die Regierungsbildung geht. Die SPD hat gleich mal abgewunken. CDU, CSU, Grüne und Liberale versichern sich gegenseitig, dass Gespräche möglich sind, betonen aber gleichzeitig ihre jeweiligen Wahlversprechen. Betroffen äußern sich alle über das Abschneiden der AfD. Und verbunden wird das mit der Frage nach dem Zustand der Demokratie in unserem Land. Auch von einer Spaltung der Gesellschaft wurde gesprochen. Die Abwahl der Großen Koalition geht einher mit der Erosion der Volksparteien. Ist das eine Zäsur in unserem Parteiensystem? Wie stabil ist unsere Demokratie und geht wirklich ein Riss durch unsere Gesellschaft? Diese Fragen möchte ich heute gerne diskutieren. Zum einen mit Frau Professorin Gesine Schwan, Vorsitzende der SPD-Wertekommission, und mit Jürgen Rüttgers, dem ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen von der CDU. Herzlich willkommen. Frau Schwan, kann man sagen, dass nach dem Wahlergebnis von gestern die SPD keine Volkspartei mehr ist? Nö, das kann man nicht sagen. Man kann es sagen, wenn man hier irgendwie eine gleichsam reinwirken will. Aber das ist nicht, glaube ich nicht. Hängt natürlich von der Definition der Volkspartei ab. Sie bringt in sich immer noch sehr verschiedene Gruppen der Gesellschaft zusammen. Ähnlich wie die Union, aber anders als die Linke oder die Grünen. Und insofern ist sie Volkspartei. Das hängt also nicht einfach von der Größe des Wahlergebnisses ab. Andererseits wissen wir, dass überall die Gesellschaft sich ausdifferenziert und im Grunde auch diese Volkspartei dann nicht eine Vermittlung der verschiedenen Gruppen, die dann zur Partei gehören oder sie wählen, zustande bringt, sondern vielfach Kompromisse oder Addierungen, die nicht immer ganz stimmig und ganz schlüssig sind. Aber ich denke, für die SPD ist es wichtig, angesichts ihrer Tradition, aber auch für das System der Demokratie in Deutschland und auch darüber hinaus, dass Parteien versuchen, sich an alle Bevölkerungsgruppen zu wenden und sich nicht als Klientelparteien zu verstehen. Das wäre ja der Gegensatz vom Grundgesetz her, ist das auch erfordert. Also es darf eigentlich gar nicht anders sein. Das werden unterschiedliche Akzente sein, das ist auch unterschiedlich historisch gewachsen bei den beiden großen Volksparteien. Aber das ist immer noch der Fall bei der SPD und ich denke, um wieder auch vitaler zu werden und auch gestalten zu können, muss sie im Gegenteil dann ihre Basis auch erweitern. Aber das kann man nicht einfach so mit ein paar Einkäufen machen, sondern da muss man schon sehr gründlich nachdenken, wie es geht. Herr Rüttgers, wenn man sich das Wahlergebnis von gestern anguckt, sind die Verluste bei der CDU noch sehr viel größer. Ist Angela Merkel die eigentliche Wahlverliererin? Jedenfalls ist sie Vorsitzende einer Partei, die massiv verloren hat, das ganz sicher. Man kann sich allerdings auf den Standpunkt stellen, sie hat die Wahl nicht verloren. Sie ist Bundeskanzlerin, sie bleibt Bundeskanzlerin. Sie hat sogar ganz komfortabel eine strategische Mehrheit. Das weiß ich noch von Helmut Kohl, der hat darauf immer geachtet, weil das im Prinzip bedeutet, dass gegen die eigene Partei, gegen einen selbst, kein anderer in der Lage ist, eine Regierung zu bilden. Das heißt, das ist auch dann sowas wie eine Garantie für 4 Jahre. Die strategische Mehrheit gab es ja sogar vor 4 Jahren, da kommen wir gleich noch zu. Ich aber wollte noch einen Schritt sogar weiter zurück machen. 2005 war das Ergebnis der CDU etwas besser als jetzt. Aber es war so schlecht, dass Angela Merkel eigentlich gezögert hat, überhaupt zuzugreifen und sozusagen Kanzlerin zu werden und eine Koalition zu bilden. Ja, das kann ich diesmal nicht. Zögert sie aber überhaupt nicht, irgendwelche persönlichen Konsequenzen zu. Nee, da hilft eigentlich die Erfahrung von 2005. Also da kann ich mich gut daran erinnern. Da hatte ich vorher ja in NRW nach 39 Jahren die Regierungsmehrheit gewonnen. Und dann war das kurz danach und ich habe selber die Verhandlungen geführt. Ob man da zu einem Regierungswechsel mit der SPD kam. Da stand ja Schröder quer im Stall und wollte eigentlich nicht richtig aufhören. Und man hat sich nachher trotzdem darauf verständigt. Und was ja zeigt, dass die Frage, ob man eine Mehrheit hat, natürlich nicht, also eigentlich nur am Schluss wird da abgerechnet und da hängt es nicht darauf an, ob man selber jetzt mit 40% da reingeht, dann ist man stärker
als wenn man mit knapp über 30% reingeht. Aber das ist ähnlich wie das, was Frau Schwan eben sagte, eher eine Frage, wie geht es denn eigentlich weiter mit den Parteien, mit den Volksparteien? Frau Schwan, Herr Schulz hat gestern Abend als erste Konsequenz genannt, dass die SPD jetzt in die Opposition geht. Ist das zwangsläufig? Zwangsläufig ist, glaube ich, in der Politik nichts, aber ich halte es für richtig, für politisch richtig unter den verschiedenen Abwägungen. Zwei Überlegungen sind dafür erstmal maßgeblich, aber es gibt viele andere. Das eine ist ein großes Handicap. Über all die Jahre für die SPD war, dass man ihr immer sagen kann, warum willst du jetzt plötzlich gegen die Kanzlerin antreten, du hast doch alles mitgemacht. Das hat ja auch Angela Merkel sehr genüsslich gesagt, als sie mit Schulz im Gespräch war. Das heißt, man kann nicht vertrauenswürdig und überzeugend sagen und mit Werbe, wir brauchen eine andere Politik, wenn man das andere mitgemacht hat. Wenn man aber der Meinung ist, man braucht eine andere Politik, ich persönlich bin der Meinung, vor allen Dingen in Europapolitik, dann hat es keinen Sinn, weiter in diese babylonische Gefangenschaft zu gehen, sozusagen. Der andere Punkt ist demokratiepolitisch, das ist sehr gefährlich, wenn es keine wirklich beachtete Alternative im Parlament gibt. Es gab natürlich immer die anderen kleinen Parteien, aber man hat nie erwartet, dass sie wirklich eine Alternative darstellen können. Es ist nicht von ungefähr, dass dieses repräsentative parlamentarische System von einer Regierungsgruppe und einer Opposition ausgeht. Und es kommt keineswegs nur auf die Regierung an, sondern die Funktion der Opposition zu erfüllen, ist genauso wichtig. Also wenn man in England oder in Großbritannien sagt, Her Majesty's Opposition, dann hat das schon seinen Grund. Denn die Funktion ist, immer wieder zu prüfen, natürlich auch mit dem Ziel der Ablösung, ob die Politik der Regierung nicht alle möglichen Schwäche, versteckten Sachen hat und so weiter. Und das passiert einfach nicht, wenn der große Block in der Mitte so stark ist und die anderen kleinen Parteien nicht. Also das ist ein großes Problem und das muss anders werden. Aber hätte man nicht gestern auch erwarten können, dass Martin Schulz persönliche Konsequenzen zieht? Das Ergebnis der SPD ist das schlechteste seit Jahren. Nein, also das finde ich albern. Ich meine, Willy Brandt hat mehrere Wahlen verloren und hat sie dann irgendwann mal fulminant gewonnen. Man kann nicht nach jeder Wahl, die SPD hat da im Gegenteil einen sehr schnellen Verschleiß gehabt, man kann nicht nach jeder verlorenen Wahl sagen, jetzt kommt der nächste. Das würde ja auch eine voreilige Überlegung bedeuten, dass das nur an der Person liegt. Davon kann ja keine Rede sein. Das ist sehr viel komplexer und struktureller. Und deswegen ist das unsinnig. Im Gegenteil, wenn er gesagt hätte, ich trete jetzt zurück, na, dann möchte ich das Bohai in der Öffentlichkeit nicht hören, sehen, dass dann angefangen hätte, aha, kaum ist er da, halbes Jahr geht er schon wieder zurück. Das ist doch keine seriöse Übernahme der Funktion. Dann wäre es ja einfach nur ein Wahlamt gewesen für die Wahl. Also das wäre nicht sinnvoll. Aber warum hat er denn, wenn ich das mal fragen darf, sich darauf eingelassen, dass er zwar vielleicht Parteivorsitzender bleiben darf, aber dass er dann nicht die Möglichkeiten bekommt, auch die Macht bekommt, innerhalb der SPD einen Neuanfang zu organisieren, wenn da jetzt ein anderer Fraktionsvorsitzender oder eine andere Fraktionsvorsitzende, Frau Nahles, da sitzt, dann fängt doch alles das wieder an, was die SPD schon so häufig in den letzten Jahren erlebt hat, dass man sich dann wieder nicht einigen kann. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass das bei der SPD genauso wie bei der CDU eigentlich noch nie funktioniert hat. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was da seine konkreten Überlegungen waren, worauf das basiert. Ich habe auch keinen Anlass, das jetzt positiv oder negativ zu sehen. Aber dass die SPD zurückgegangen ist, ist, glaube ich, nicht letztlich damit zu begründen, dass die Fraktionsführung und die Parteiführung zum Beispiel auch bei Gabriel ja nicht in einer Hand waren. Das ist bei der SPD hat das eine größere Tradition, die Trennung, als bei der Union. Also das, die wäre aber nicht mit großem Erfolg, weder im, in den 50er Jahren zum Beispiel noch in den 70er-Jährigen war der Fraktionschef, wenn ich mich richtig erinnere, und der hat das anständig für den Schröder erledigt, sozusagen. Also ich glaube aber vor allen Dingen, die Probleme sind tiefer. Das ist aber der Unterschied der Fraktionsvorsitzende, wenn man gleichzeitig den Kanzler stellt. Ja, das war damals so, deshalb hat es geklappt. Herr Utkers, ich würde aber gerne noch mal auf Frau Merkel zurückkommen, die ja jetzt den Auftrag zur Regierungsbildung hat. Anders als 2013, da gab es ja eine strukturelle linke Mehrheit durchaus. Also man hätte ja während der letzten Legislaturperiode hätte Rot-Rot-Grün sagen können, wir bilden jetzt hier die Regierung. Das gibt es im Moment nicht. Deswegen sagt Frau Merkel auch, sie hätte den Regierungsauftrag. Würden Sie sagen, das Land ist grundsätzlich nach rechts gerückt?
weil es diese strukturelle linke Mehrheit nicht mehr gibt? Nein, da aber jetzt plötzlich Rechtspopulisten oder wenn Sie wollen sogar Rechtsextremisten im Deutschen Bundestag, das ist eine im Kern furchtbare Sache, dass das passiert ist, aber das haben sich die Parteien selber zuzuordnen. Nicht nur das gerade eben schon diskutierte Dilemma, dass in einer großen, wenn ich das nur den Satz zu Ende, das ist ja nicht nur die Tatsache, dass da eine große Koalition gegeben hat, sondern das Problem ist, dass die beiden oder die drei Parteien in dieser großen Koalition ihre Aufgaben nicht erfüllt haben an dieser Stelle. Was wären denn die Aufgaben gewesen an dieser Stelle? Fangen wir mal ein bisschen systematisch an. Also die Tatsache, dass man jetzt so überraschend tut, dass da plötzlich diese AfD so stark geworden ist, das hätte man bei der letzten Bundestagswahl schon merken müssen. Damals hatte die AfD knapp den Einzug verpasst. Aber ganz knapp den Einzug verpasst. Und wobei es damals noch die Lucke AfD war, ganz gleich anders. Wie. Aber die waren auch schon eigentlich nicht so, dass man sie hätte wählen sollen, meiner Meinung nach. Andere waren anderer Meinung. Aber wenn ich das weiß, dass es so etwas gibt und dann 4 Jahre das nicht erfülle, was man als wehrhafte Demokratie bezeichnet hat, nämlich die dann in der Sache stellen und versuchen, sie dahin zu kriegen, wo man sie haben will, auch beim nächsten Mal unter 5%, dann muss man sich nicht wundern, dass so etwas zustande kommt. Das ist keine Sache, die vom Himmel gefallen ist. Sondern wie hätte man die AfD stellen können oder sollen? Indem man erstens das benennt, was da ist, dass man zweitens dafür sorgt, dass die Menschen verstehen, was diese Politik für sie bedeutet. Nehmen wir das von Ihnen schon angesprochene Thema Europa. Wenn jetzt jemand, nachdem wir gerade in England erleben, was das bedeutet für ein Land und für die Menschen, so einen Austritt zu organisieren und was für ein Chaos da entsteht, eine Partei haben, die sich zur Wahl stellt und sagt, das wollen wir auch haben, dann muss man doch sagen, ihr habt sie nicht alle mehr auf der Tasse. Also in Klartext, man muss dann schon in der Sache die Leute stellen. Stattdessen hat man versucht, sie totzuschweigen und das ist bei so einer Sache immer falsch. Da würde ich gerne mal drauf einsehen. Würden Sie auch sagen, dass die Parteien die große Koalition versäumt hat, die AfD zu stellen? Und ich gehe da noch einen Schritt weiter. Es war ja im Wahlkampf letztendlich sogar Martin Schulz, der das Thema Flüchtlinge noch mal wieder so zum Thema gemacht hat, dass die AfD dann auch richtig in den Wahlkampf reinkam. Oder würden Sie das anders sehen? Naja, also das zum Thema zu machen, was ja offensichtlich auch in der Bevölkerung sehr wichtig war, haben manche kritisiert, dass man damit der AfD eine Steilvorlage gegeben hat. Aber das ist ja Das Thema war ja fast weg und die AfD war den Umfragen sogar auf der Kippe, was die 5%. Nein, das ist jetzt nicht durch die Thematisierung von Martin Schulz im Juli geschehen. Die AfD war schon vorher ziemlich hoch, das wusste man längst vorher, dass sie in den Bundestag kommt. Und das ist ja aber genau das Problem, wenn man weiß, das ist ein virulentes Thema, das ist ja nicht nur ein Thema für die AfD. Und dann sagt, aus taktischen Gründen spreche ich darüber, dann ist das meines Erachtens eben gerade der Fehler, den man nicht machen soll. Aber die AfD hat zwar sich zum Thema gemacht, die Flüchtlingsfrage und Ausländer raus und so weiter. Sie hat dort eine große Chance, Ressentiment auszuschüren. Aber wenn man tiefer guckt, ist das Problem, glaube ich, in einer fundamentalen A, Kränkung und B, Verunsicherung der Menschen zu sehen, die sie vor allen Dingen wählen. Und an die kommt man auch nicht so ohne weiteres mit thematischem Stellen, also mit thematischer Auseinandersetzung ran. Man muss es trotzdem tun, da bin ich Ihrer Meinung. Aber trotzdem, also ich glaube, diese Analyse der tiefen Kränkung, die das Pendant der Wut hat, die muss man schon betreiben und die kriegt man nicht dadurch weg, diese tiefe Kränkung, dass man ein Thema verschweigt oder wegdrückt, sondern da muss man schon sehen, welches die langfristigen Probleme sind, die da gerade in Ostdeutschland nicht genügend berücksichtigt worden sind, aber die sogar darüber hinaus in Gesamteuropa, wir haben ja diese Wut nicht nur bei uns, nicht berücksichtigt worden sind. Und das ist in meiner Sicht einfach eine Art, die Globalisierung politisch zu gestalten, die nicht genügend Rücksicht nimmt auf die vielen, die da keine Chance mehr sehen. Man kann Globalisierung meines Erachtens besser gestalten. Man hat so getan über lange Zeit, dass es nur einen Weg gibt, alternativlos, wie man auf die Herausforderung der ökonomischen Globalisierung reagiert. Und das ist in meiner Sicht ein großer Fehler. Aber daran hat sich zum Teil die SPD beteiligt. Ich will das gar nicht verschweigen. Das macht die Schwierigkeit der Analyse aus. Immerhin gibt es da die Chance, oder
die Schwierigkeit der Therapie. Gibt es da die Chance, dass das inzwischen viele eingesehen haben? Ich bin ganz überzeugt davon, wenn man nicht Wege findet, und die sind nicht einfach. Ich glaube, dass zum Beispiel der französische Präsident Macron das versucht, Wege findet, eine solche Gestaltung von Globalisierung und in dem auch von Europa hinzubekommen, dass Menschen sich doch wieder geschützt fühlen durch Politik, durch staatliche oder europäische Politik. Wenn man das nicht schafft, dann wird das immer weitergehen und dann kann man denen lauter logische Widersprüche aufblättern. Das interessiert die gar nicht. Die sagen, das ist mir wurscht, ich habe Wut. Das, was Frau Schwan gerade andeutete, hat Martin Schulz ja auch in den, seit gestern Abend sehr deutlich gesagt. Er macht die Kanzlerin ja für dieses, ich sag mal, Wahldesaster an der einen oder anderen Stelle persönlich verantwortlich. Ist es der Wahlkampfstil oder die Art und Weise des Politikstils von Angela Merkel, der da zur Verantwortung gezogen werden muss? Naja, das war ein bisschen einfach, der Vorwurf. Er hatte jetzt viele, viele Monate Zeit, seine Position darzustellen. Das hat er an der Stelle nicht gemacht. Dann nach der Wahl zu kommen, zu sagen, die Kanzlerin, der Partner ist schuld, das ist ein bisschen arg billig. Nichtsdestotrotz ist so, was ist da passiert bei der Union? Man kann das gut an den Zahlen sehen. Die Union ist nach meiner Analyse in eine Klemme geraten. Eine Klemme geraten zwischen einer ganz altbekannten Sache, nämlich dass viele Leute gesagt haben, wir wollen, dass die FDP wieder reinkommt. Wir wollen da auch eine Möglichkeit haben, in Zukunft wieder einen bürgerlichen Koalitionspartner zu haben. Das hat über 1 Million Stimmen gekostet. Eigentlich nichts Neues. Eine Debatte, die seitdem es die Bundesrepublik gibt, mehr oder weniger immer wieder geführt worden ist. Und das andere ist das, was Frau Schwan gerade angesprochen hat. Das sind die Leute, die wütend sind. Das sind die Leute, die Protest wählen. Das kann man ja auch schon bei den ersten Wählerwanderungen so sehen. Das ist ja nicht so, als ob das nur aus einer Ecke kommt, sondern das kommt aus vielen Parteien. Da gibt es ja selbst Leute, die beim letzten Mal noch links gewählt haben, Linkspartei gewählt haben, die jetzt AfD gewählt haben, weil sie auch durch diese ganze Debatte über die AfD, durch diese, wie ich finde, auch an den Formalien viel zu hochgezogene, statt an der Sache orientierte Debatte, haben sie natürlich dann plötzlich gesagt, wenn wir es denen jetzt zeigen wollen, denen da oben, dem Establishment, den Eliten, dann müssen wir genau da wählen und dann werden wir mal sehen, wie die dann plötzlich nervös reagieren. Das ist das, was wir jetzt im Moment haben. Und das stimmt, was Frau Schwan sagt, das muss kanalisiert werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und deshalb sage ich das auch mal in Richtung CDU, CSU. Einfach zu sagen, wir hatten da rechts ein Problem, das mag dann vielleicht für die Hälfte gelten, für die andere Hälfte, die eine bürgerliche Regierung wollten und deshalb FDP gewählt haben, gilt das ganz bestimmt nicht. Und was nicht geht, ist, dass man jetzt verkündet, weiter so. Und sagt, also wir analysieren das, also das kenne ich nun über viele Jahrzehnte. Das wurde immer nach der Wahl gesagt, wir werden das jetzt analysieren. Und der erste Schritt war dann, sobald sich das beruhigt hatte, zu sagen, das können wir jetzt doch nicht machen, wir müssen jetzt Koalitionsverhandlungen führen. Oder wenn man in der Opposition gelandet ist, wir müssen eine neue Strategie für die Opposition entwickeln. Und dann war das schon wieder vorbei. Ja, aber genau, die Versprechung, dass man besonders analysiert. Damit es auch klar gesagt ist, geht auch in Richtung, welche Leute sollen denn diesen Neuanfang machen? Da kann nicht einfach jeder Posten wieder so besetzt werden, wie es war, sondern irgendjemand muss schon auf die Verantwortung nehmen. Was heißt das? Braucht die Union einen anderen Fraktionsvorsitzenden? Na, ich glaube zum Beispiel, ja, da haben wir ja heute schon gehört, dass die beiden Parteivorsitzenden zum Beispiel brauchen wir wieder eine stärkere inhaltliche Ausrichtung. Ich meine, das war ein Wahlkampf bei der Union, wo es noch nicht mal einen Slogan gegeben hat oder einen so komplizierten, dass er noch nicht mal dann in den WWW-Schlüssel reinpasste. Das geht nicht. Das geht nicht, wenn man sich der inhaltlichen Auseinandersetzung ein Stück enthält und sagt, wir sagen nur die grobe Richtung. Wut hat Wut. Darf ich dann bitte den Einsatz noch? Wut hat auch was damit zu tun. Wut und Angst liegen sehr nah beieinander. Wut und Angst
haben etwas damit zu tun, dass man den Menschen auch dann verweigert zu sagen, wo man hin will in den nächsten 4 Jahren. Das macht nämlich dann dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein, so groß. Wenn ich weiß, ich will in den nächsten 4 Jahren, nehmen wir wieder eben angesprochenes Thema, würde ich sofort unterschreiben, wir wollen die politische Union in Europa vollenden, wir wollen das vereinigte Europa schaffen. Wollen wir mal gucken, wenn Herr Macron morgen seine Rede gehalten hat, was die Bedenkenträger hier in Berlin dann als erstes wieder sagen werden oder das Ganze positiv aufnehmen und gemeinsam was draus machen. Das ist schon wieder einer der Punkte, wo man sieht, vielleicht warum man diese Debatte im Wahlkampf nicht führen wollte. Ja, das darf ich dann noch einmal ganz kurz nachfragen, Herr Rüttgers, weil ich das spannend finde. Sie sagen inhaltlich neu ausrichten bei der Union. Ist die Union nicht gerade auch, wenn man jetzt Frau Merkel sieht, in einem Dilemma? Einerseits sagt die CSU, wir müssen hier die rechte Flanke schließen, wir müssen hier sehr viel härter werden, wir müssen hier klarer in die Richtung werden. Gleichzeitig hat Frau Merkel aber über die letzten Jahre die Partei in eine ganz andere Richtung geführt. Also zerreißt das die Partei? Nein, eine funktionierende Partei muss die Kraft aufbringen, nicht nur ihre Grundsätze immer wieder mit der Realität abzugleichen, sondern auch Ziele zu formulieren. Ziele zu formulieren, wo man demnächst hin will. Und die muss man auch vor der Wahl sagen. Das ist nicht nur Demokratietheorie, was ich jetzt hier sage, weil sonst kriege ich keine Legitimation für die etwa weitgehenden Entscheidungen, die anstehen. Und so mir keiner sagen, es stünden keine weitgehenden Entscheidungen, nicht nur in Europa, sondern auch bei der Frage Spaltung der Gesellschaft oder auch bei der Frage, was für eine Wirtschaftspolitik machen wir denn eigentlich? Wir haben jetzt schon mehrere Jahre, eine ganz große, lange Zeit, haben wir ein Wachstum, wir haben keine Rezession, keine Probleme. Es soll doch keiner glauben, dass das in alle Ewigkeit so weitergeht. Also muss man sich jetzt vorbereiten auf diese Situation. Also ich glaube, das war es auch, was Martin Schulz meinte. Man kann ihm ja nicht vorwerfen, dass er nicht versucht hat, Inhalte vorzuschlagen. Es ist ihm ja sogar zum Teil vorgeworfen worden, dass er ein Ding nach dem anderen bringt und dass das zu viel wird. Aber man kann natürlich, das weiß jeder und das ist diese berühmte Asymmetrie, man kann solche Inhalte nur verbreiten, wenn man ein Gegenüber hat, das auch bestreitet. Reagiert. Konflikt gehört dazu, dass er etwas verbreitet wird. Und wenn sich die andere Seite diesem Konflikt total entzieht und sagt, ihr habt mich und ihr wisst, was ihr an mir habt, dann ist eben kein Sachkonflikt möglich. Und das ist eine ganz große Problematik für die Demokratie. Ich glaube übrigens, das meine ich bei Ihnen jetzt auch gehört zu haben, dass ein Stück Wut nicht nur aus der Unsicherheit oder der Angst kommt, dass man nicht weiß, was kommt denn dann, wenn mir da gar keine Linie gezeigt wird. Der Macron hat es ja sehr deutlich gesagt, was er machen will mit seiner Flexibilisierung. Das ist die Alternative dazu. Und das finde ich besser, muss ich sagen. Er kann das, er wird viel Widerstand haben, aber er kann begründen, ihr wusstet es, ihr habt mich gewählt, ich ziehe das jetzt durch. Ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst. Aber wenn man das nicht macht und wenn man außerdem im Grunde auch noch unterbindet, dass die Probleme überhaupt ins Bewusstsein kommen, wenn man so tut, als gäbe es eigentlich gar keine wirklichen Probleme, außer einer diffusen, wir leben in einer unsicheren Welt. Das macht Menschen, glaube ich, sehr wütend und sie fühlen sich auch natürlich nicht ernst genommen. Also ich habe mich überhaupt nicht ernst genommen gefühlt, wenn ich da, musste ich mich auch nicht, das hängt nicht davon ab, wie die Kanzlerin sich verhält, aber so zu sagen, ich sage überhaupt nicht, wohin ich will, das müsst ihr schon so machen, ihr kennt mich, das ist eine Geringschätzung, finde ich. Aber war das nicht von Anfang an für... Was man mit dem erkennt, das war nicht gestern, sondern bei der Wahl davor. Ja, aber dieser Wahlkampf war ja eigentlich nicht so viel anders, oder? Der Wahlkampf war schon ein Stück anders. Also meine Wahrnehmung zum Beispiel von dem Wahlkampf der SPD ist kein Deut anders, als ich eben beschrieben habe. Aber auch da wäre die Möglichkeit gewesen, dann die Grundsatzfrage aufzuwerfen, wenn man es denn gewollt hatte. Da würde ich gerne ansetzen. Wenn man sich die Position von Martin Schulz betrachtet, er hat explizit gesagt, ich gehe jetzt nicht ins Kabinett, ich habe die Position von außen. Also hat man eigentlich erwartet, dass er richtig angreift. Er hatte aber das Problem, wenn ich angreife, sagt mir jeder so nach Motto, ja wieso, du sitzt doch da quasi mit, weil deine Partei sitzt da mit an der Regierung. Eigentlich kannst du doch gar nicht angreifen. Ja, natürlich. Und natürlich wird er auch damit gar nicht so richtig ernst genommen. War das nicht von Anfang an ein Fehler da, diese Konstellation überhaupt zu schaffen? Das hat mit Schulz nichts zu tun. Das ist das Problem der SPD. Das hätte Gabriel vielleicht
mit einer anderen Werbe gemacht, aber er hätte es erst recht nicht gekonnt, weil er ja in der Regierung gesessen hat. Und er hat ja im Grunde, nehmen wir mal den Griechenland-Fall, da hat er ja alles mit Schäuble mitgemacht, obwohl er hätte wissen können, dass das eine dysfunktionale Politik ist. Nein, nein, das ist also, das ist das mitgefangen, mitgehangen des kleineren Koalitionspartners. Und auch wenn Andrea Nahles sehr viel, glaube ich, innenpolitisch und arbeitsrechtlich und so weiter vernünftig gemacht hat, was die Versicherung angeht, das wird nicht zur Kenntnis genommen. Und das betrifft auch immer nur einen Teil. Also die große Linie, wie gehe ich, wie steuere ich und wie gestalte ich die Globalisierung, das heißt die deregulierte Wirtschaft, die aber durch diese Deregulierung in riesengroße Unterschiede zwischen Arm und Reich führt. Das ist, glaube ich, inzwischen analytisch herausgefunden, dass diese großen Diskrepanzen, die es überall gibt, seit dem Ende der 80er Jahre, 90er Jahre der Deregulierung, dass das nicht von ungefähr kommt, sondern dass es politische Hemmnisse und Organisationen braucht. Zum Beispiel im Grunde die Unterminierung der Gewerkschaft. Das ist ja ein typischer Fall dafür, dass es die Tarifbindung aufgelöst werden soll. Was ganz klar jeder weiß, wer sich damit befasst, das schwächt die Gewerkschaften. Dann gehen die Leute da nicht mehr rein, dann haben die Arbeitgeber eine ganz andere Verhandlungsmacht. Und auf diese Weise können sie auch nicht mehr in Lohnforderungen und so weiter dagegen angehen. Das heißt, die Diskrepanz zwischen Arm und Reich, die überall geführt wird, das ist ja das, was die Gesellschaft zerreißt. Das ist ja nicht die Flüchtlingsfrage. Warum hat die SPD es denn auch im Wahlkampf nicht geschafft, erstens ihre Erfolge besser herauszustellen und dieses Thema zum Beispiel? Na, weil sie ja unter Schröder mit dereguliert hat. Das ist doch ein Problem. Damit wurde sie gelobt und ich kriege dieses Lob auch immer wieder. Öffentlich, ja, sei doch zufrieden. Wir haben das ganze Wachstum wegen der Reformen. Ich sage, ich habe da eine andere Analyse. Aber es gab ja auch damals unterschiedliche Meinungen. Und auch Schröder selbst hängt daran nicht dogmatisch wie andere. Das heißt, hier hat die SPD in der damaligen Zeit auch keine alternative Steuerungs- und Gestaltungspolitik für die Globalisierung gewusst. Das ist ja auch schwer, weil bis dahin hat der Nationalstaat gesteuert. Das ist das die Sache der SPD gewesen, im Grunde auch der CDU. Wir haben immer über den Staat gegengesteuert, gegen solche Missbildungen. Und dieser Nationalstaat hätte das ein bisschen mehr machen können, konnte das aber in der Globalisierung so nicht mehr. Und dafür eine Governance zu finden, ist sehr schwer. Wenn Sie sich schon in Europa kaum einigen können über eine bestimmte Politik, wie wird es dann anders? Obwohl ich glaube, dass in Europa eben, und das sieht man ja jetzt im Grunde, drei Länder eine bestimmte Position haben, nämlich Deutschland, Niederlande und Finnland. Und die anderen wollen eigentlich eine andere Wirtschaftspolitik. Alle haben, alle, aber Deutschland bestimmt. Und das ist unter anderem eine Position, in die wir geraten sind, die wir immer vermeiden wollten. Auch Kohl wollte das immer vermeiden, diese Dominanz. Das ist nicht eine Verabredung und eine Aushandlung. Da sind wir hingekommen und die SPD hat am Anfang mitgemacht. Und das ist das Problem. Das ist das Dilemma. Herr Rüttgers, ich würde gerne ein wenig in Richtung AfD mal schauen. Inwiefern hat das Thema Angst beim Votum des Wählers mitgespielt? Richtig ist, dass es auch im Wahlkampf immer wieder eine Debatte gegeben hat, wenn etwa das Wort Digitalisierung kam. Digitale Revolution, Übergang von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft, dass die Menschen das empfunden haben als die Ankündigung der Tatsache, dass demnächst viele Arbeitsplätze wegfallen. Da gibt es ja auch immer Papiere, sage ich mal, ob das Studien sind, lasse ich mal dahingesagt, wo irgendwelche Leute im Ausland und im Inland sagen, wenn das denn kommt mit der Digitalisierung, dann gehen 50% der einfachen Arbeitsplätze weg. Dann fängt man an zu überlegen, hörst du dazu oder hörst du nicht dazu? Und wenn man dann keine Antworten bekommt, wie das gestaltet wird und wie man mit dieser Frage dann fertig wird, auf der einen Seite das Glasfaser flächendeckend für alles zu fordern und auf der anderen Seite dann damit zu wissen, dass damit die Arbeitswelt eine total andere wird. Wenn man darauf keine Antwort bekommt, dann hat das auch was mit Angst zu tun. Also ein weiteres Versäumnis, dass man die Industrie 4.0 sozusagen nicht zum Thema gemacht hat. Andrea Nahles hat das ja sehr versucht. Sie hat ihre 4 Jahre sehr dazu verwendet, diese Frage, wie man diese Arbeit 4.0 gestalten kann, was das alles für Konsequenzen hat für das einzelne Individuum, für den Arbeiten, für die Versicherungen, für die Gewerkschaftsgestaltung, für die Flexibilisierung der Arbeitszeit, für die Verabredung. Das sind ja alles unendlich viele Probleme. Das hat sie zumindest versucht. Das kann man nicht einfach so
sozusagen über den Daumen peilen. Und eigentlich, noch mal, wenn man das vergleicht mit Frankreich, sind wir gar nicht so schlecht dran, weil das Verhältnis zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften bei uns viel offener und partnerschaftlicher ist als in Frankreich, wo sehr viel Misstrauen hängt. Und wir haben mit einem konkreten Fall zum Beispiel, wo es um die Vereinbarung der Flexibilisierung von Arbeitszeiten geht, festgestellt, es hat keinen Sinn, das rigide gesetzlich zu regeln. Es hat nicht mal Sinn, es rigide tarifrechtlich zu sichern, sondern man ist sehr darauf angewiesen, in Fairness das auszuhandeln. Dazu gehören aber Partner, die sich auch ein bisschen Paroli bieten können, denn ohne ungefähres Machtgleichgewicht geht das nicht, und die sich auch vertrauen. Und da sind wir eigentlich gar nicht schlecht dran. Aber das ist der eigentliche Vorteil, den Deutschland ökonomisch hat. Ich würde gerne noch mal auf die Angst des Wählers zurückkommen. Das ist sicherlich das eine, was Sie angesprochen haben, die Digitalisierung, die Angst vor der Zukunft. Verstehe ich, werde ich abgehängt. Aber es gibt ja auch schon eine ganze Reihe, die sich abgehängt fühlen, die aber eine ganz andere Angst hatten, nämlich die der Zuwanderung, die der Flüchtlinge, die eventuell denen nochmal die Arbeitsplätze wegnehmen, die auch vielleicht Zuwendungen und Förderungen in Anspruch nehmen, sodass eigene Zuwendungen und Förderungen wegfallen. Das war doch eigentlich auch eine große Angst. Oder würden Sie das gar nicht als Angst sehen? Jetzt würde ich zuerst mal darauf hinweisen, dass selbst wenn man der Meinung ist, dass es gut ist, dass diese große Koalition nicht fortgeführt wird, man der jetzt zu Ende gehenden großen Koalition schon attestieren muss, dass es ihr gelungen ist, eine Arbeitsmarktpolitik zu machen, eine Wirtschaftspolitik zu machen, die zu viel Wachstum und Beschäftigung geführt hat. Deshalb geht es uns ja auch jetzt im Moment so gut. Wahr ist nur, da nützt nichts, Frau Schmarrn, ob Frau Nahles ein paar alte Forderungen der SPD und der Gewerkschaften jetzt in dieser Koalition umgesetzt hat. Ich will das nicht kritisieren. Ich will nur sagen, für das, was man gemacht hat, wird man bei Wahlen nicht gewählt, sondern man wird eigentlich für das gewählt, was man in der Diskussion mitbekommt, was in der Zukunft geschehen soll. Und die hat, wie wir gemeinsam eben festgestellt haben, wahrscheinlich zu wenig stattgefunden. Die Frage, die Frau Schwan, die Sie jetzt gerade gestellt haben, ist, dass wir, glaube ich, keine schlüssige, ausformulierte Wirtschaftspolitik haben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Da diskutieren wir in diesem Wahlkampf die ganze Zeit diesen Dieselskandal. Und da geht es um die Frage, nicht um die Frage, ob die Automobilindustrie Vertrauen bei ihren Kunden und in der Bevölkerung verloren hat. Die Antwort ist klar, massiv. Das werden die auch noch weiter merken in der Zeit. Die andere Frage ist, ob es richtig ist, dass eine Regierung in die Debatte reingeht und sagt, wir wollen jetzt Elektroautos haben. Ja, ich lese, dass wenn man mal die ökologischen Auswirkungen dieses Elektroautos schon bei der Produktion bis zur Produktion der Batterien, die man da in großem Umfang hat, bis zur Frage, wo kommt denn eigentlich der Strom her, mit dem diese Batterien dann wieder geladen werden, dass man dann zu einem Ergebnis kommt, dass das unter Umweltschutzgesichtspunkten, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eine der schlechtesten Lösungen ist, die es überhaupt gibt. Aber deswegen haben die Leute nicht die AfD gewählt. Nein, aber wenn Sie plötzlich mit der Frage konfrontiert werden, dass Sie einen Diesel fahren und plötzlich mitgeteilt bekommen von irgendeiner, dass das innerhalb von wenigen Jahren also nicht mehr zulässig ist oder Sie Fahrverbote bekommen. Dann verliert man das Vertrauen in die Politik? Dann verliert man das Vertrauen in die Politik, weil man plötzlich das Gefühl hat, es geht wiederum zulasten der kleinen Leute, wie man früher gesagt hat. Obwohl, das ist ja durch Verwaltungsgerichtsentscheidungen ein Problem geworden, weil die Luftbelastung so groß geworden ist, dass die Bürgermeister vor die Frage gestellt worden sind, ob sie das Fahrverbot aufstellen müssen. Also wäre schon mal hilfreich gewesen, wenn die Bürgermeister und diejenigen, die das fordern, mal gesagt hätten, dass dieses Fahrverbot dann für ein Stück Straße gilt. Ich würde nicht ganz für die ganze gerne Stadt. Das Thema noch mal so ein bisschen zum Wahlausgang versuchen zu verschieben. Frau Schwan, wenn wir uns den Erfolg der AfD anschauen, viele haben jetzt beschworen, dass das eine Gefahr für unsere Demokratie ist. Und wenn man sich den Osten anschaut und dort vor allen Dingen auch die Wahlergebnisse sich anschaut, wie viel Protestwähler ist da tatsächlich gibt
und in Sachsen ist die AfD sogar die stärkste Partei geworden. Was bedeutet das für unsere Demokratie? Oder hat es überhaupt eine Bedeutung? Natürlich hat es eine große Bedeutung und es ist eine Herausforderung. Es zeigt, dass eine Demokratie die schwierigste und die anspruchsvollste politische Form ist, die wir haben, aber in meiner Sicht nach wie vor die beste, und zwar die repräsentative Demokratie, allerdings mit sehr viel mehr Partizipation im vorstaatlichen Raum, nach meiner Vorstellung. Aber dass eine solche Demokratie nie ein für alle Mal gegeben ist und man sie immer erneut erstreiten muss. Und da hat es, und sehr wichtig und unterschätzt wird oft, die Sache der politischen Kultur. Wenn wir ständig eine Art der Auseinandersetzung führen, die eigentlich keine sachliche Auseinandersetzung ist, die gar nicht konzidiert, und sei es durch die Rollenspiele, dass die Opposition und die Regierung sich eben wirklich gleichmächtig einander gegenüberstehen, die gar nicht konzidiert, dass eine Lösung, die eine Regierung macht, immer Schattenseiten hat. Das gibt es gar nicht. Und dass man darauf aufmerksam machen muss und dass man warnen muss davor und dass man auch sehen muss, dass vieles unter den Tisch gekehrt wird, damit die Öffentlichkeit es nicht merkt und man die nächste Wahl gewinnt. Alle diese Dinge gehören zum Funktionieren der Demokratie. Und das ist jetzt gewissermaßen die AfD der Anlass dafür, dass wir uns das nochmal klar machen. Ehrlich gesagt, ich glaube, es wird genügend politische Klugheit in Deutschland geben, dass man vernünftig mit der AfD umgeht und nicht jetzt versucht, sie rechtlich irgendwie klein zu kriegen oder so. Aber man braucht auch offenbar eine solche Warnung, dass es nicht einfach so weitergeht wie bisher. Dasselbe war ja in Frankreich auch. Der Macron wäre ja wahrscheinlich gar nicht aufgetreten, wenn es nicht die Gefahr von Le Pen gegeben hat. Und sogar noch etwas weiter. Dazu ist die Demokratie da. Wenn es Missentwicklungen gibt, und es gibt Missentwicklungen im wirtschaftlichen, im sozialen Bereich, in der Globalisierung, dann müssen die sich bekunden. Und wenn wir nicht das allgemeine gleiche Wahlrecht hätten, dann würden die sich nicht bekunden können. Also das ist sozusagen ein Weckruf an die wehrhafte Demokratie. Natürlich. Brauchen wir diesen Weckruf? Und dann auch noch mal nachgefragt, die AfD hat jetzt 6%. Das ist ja so, dass es immer noch jetzt 87% der Leute gibt, die nicht gewählt haben. Also ist das überhaupt so eine große, hat das überhaupt so eine große Bedeutung? Also wenn Leute auftreten und 12% bekommen, die anderen Menschen absprechen, dass sie auch was Gutes für das Volk, für den Staat, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft tun wollen, dann wird das gefährlich. Weil dann ist die Basis der Demokratie irgendwie tangiert. Und das ist genau das, was man mit dem Begriff wehrhafte Demokratie früher gemeint hat. Dann muss man das irgendwann klar benennen, dass das undemokratisch ist, was in dieser Partei stattfindet, dass es populistisch ist, vielleicht sogar extremistisch ist und dass eine Demokratie das auf Dauer nicht ertragen will. Ich sage jetzt nicht will, nicht kann, sondern ich sage will, dass man eben das bekämpft. Und wenn man das jetzt durch dieses Wahlergebnis verstanden hat, dann hat es vielleicht am Ende dann doch noch irgendwas Gutes, dass man sich dieser Herausforderung stellt. Ja, wie besorgt sind Sie denn, wenn Sie dann zum Beispiel nach Sachsen schauen, wo die AfD mehr Prozente geholt hat als die CDU? Ja, das macht mir große Sorgen. Das ist nun wahrlich zu viel in jeder Hinsicht. Also das gehört mit dazu, dass eben das Unterfutter der Demokratie, die Einstellungen, die Werthaltung, aber auch die Erfahrung im Umgang mit anderen, die Erfahrung von Fairness oder Nicht-Fairness, eine große Rolle spielen. 25 Jahre nach der Einheit? Das ist nicht viel. 25 Jahre ist eine Generation, das ist nicht viel. Aber ich würde noch eins sagen, ich sehe eine Gefahr auch darin, dass eine falsche Reaktion erfolgt. Nämlich, dass man sagt, die rechte Flanke ist offen, wir müssen jetzt im Diskurs nach rechts rücken. Und das hat in meiner Sicht nie dazu geführt, dass man die besorgten Menschen einholt, sondern das bestätigt sie, dass sie in ihrem Protest, in ihrer Wut richtig waren und dass sie weitermachen müssen. Also wenn wir daraus die Folgerung ziehen, die Herr Rüttgers nennt, da bin ich ganz bei ihm. Wenn wir daraus die Folgerung ziehen, wir müssen also jetzt auch ein paar Mal mehr Ausländer raussagen und wir müssen jetzt auch ein paar Mal mehr sagen, die Sicherheit ist durch die Flüchtlinge gefährdet und so weiter, damit die Leute jetzt merken und denken, wir haben nun die Sicherheitsfrage auch kapiert, dann ist das in meiner Sicht das eigentlich Gefährliche. Ja? Wenn wir wüssten und das klar sehen, dass hier ein Problem, das wir haben, das gibt natürlich Sicherheitsprobleme, aber wenn man sie statistisch vergleicht, das ist ja alles
alles Unsinn, das ist ja alles hochgebauscht. Und da darf mir dann auch einmal, hat man mir entgegnet, jetzt kommen Sie mir nicht mit Statistik, wenn da jemand ermordet wurde. Das ist natürlich eine wirklich eine ganz schreckliche Form von Verdummung und von Polemik. Also wenn hier falsche Konsequenzen gezogen werden und man sich anpasst in der Rede, in der Wortwahl, dann ist das schlimm. Und ich meine schon allein, dass die Verwendung des Begriffs Entsorgen auf einen Menschen ist nicht nur extremistisch, das ist sadistisch, das ist zynisch, das ist alles Mögliche. Das ist einfach unerträglich. Ja? Und zutiefst unmenschlich. Völlig unmenschlich. Und so solche Begriffe haben wir ja da öfter gehabt. Und das heißt, da ist eine Grundeinstellung auch so in einem Begriff wie Ausmisten. Ausmisten tut man mit Müll und Mai und Heu oder was, aber nicht mit Menschen und auch nicht mit dem, was Menschen gemacht haben. Und hier ist es aber auch wichtig, finde ich, und eine Chance, dass Demokraten, die 87% der Bevölkerung eben eher gewählt werden, auch doch wieder lernen, sich hart in der Sache, aber fair und menschlich auseinanderzusetzen. Es reicht nicht nur, ein freundliches Gesicht zu machen, man muss auch streiten. Das Plädoyer für die wehrhafte Demokratie, da würde ich gerne noch mal, weil wir fast am Ende der Sendung sind, würde ich gerne noch mal so einen kleinen Schlenker machen. Ist diese Demokratie, die wir nun gerade hier beschrieben haben, die durchaus vielleicht ein wenig wehrhafter werden muss, ist die reif für Jamaika? Da muss man nicht für reif sein, da muss man verhandeln können. Da muss man schauen, was da für ein gemeinsames Ergebnis ist. Aber ist Jamaika nicht, also ich meine, damals, als Herr Schröder mit den Grünen zusammenging, sprach man vom Projekt. Ist dieses Jamaika nicht etwas, was noch mal in eine ganz neue Richtung auch gehen kann, gehen muss und wo man vielleicht auch von einem Projekt sprechen kann? Also wenn Sie von der Gesamtregierung, die dann vielleicht kommt, sprechen, heißt die Antwort bei mir nein. Sondern das ist dann eine Regierung, in der vier Parteien, drei Fraktionen miteinander koalieren. Die Frage, ob das etwa für die Grünen dann die Fragestellung beinhaltet, dass sie eine bürgerliche, ökologische Partei werden, das müssen die selber beantworten. Das wird dann aber natürlich an all diesen ganzen konkreten Fragen, die in so einem Koalitionsvertrag drinstehen, auch abzuhandeln sein, wie weit man das geht. Ich neige ein bisschen, wenn ich das nur noch gestand, neige ein bisschen zur Vorsicht. Jetzt, wenn wir eine Koalition bekommen, die wir noch nicht gehabt haben, das schon wieder zu einem Projekt. Im Bund noch nicht gehabt haben. Ja, ja, da, richtig, ja, natürlich, Schleswig-Holstein und so. Aber dass wir das jetzt wieder auf so einen hohen Sockel heben und sagen, da müssen jetzt alle Fragen dieser Welt, die sollen ordentlich regieren, das reicht schon. Naja, aber wir hatten ja auch gesagt, wir wollen wissen, in welche Richtung sie wollen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß weder von der FDP noch von der Union im Moment, wohin die wollen. Und von der SPD würde ich es mir auch noch genauer wünschen in der Europapolitik, das muss ich sagen. Aber ich weiß es ja nicht. Lindner hat natürlich markige Sprüche, aber er ist ja ganz perfekt darin, sich immer drei Hintertüren offen zu lassen. Also wer dafür ein bisschen Blick hat, der sieht das sofort. Das spricht aber dafür, dass es einen Kompromiss gibt. Nein, das kann ja sein. Es kann aber gute und schlechte Kompromisse geben. Also es käme jetzt darauf an, zu gucken, wohin wollen sie gemeinsam. Und mich beruhigt in gewisser Weise, wenn die Grünen dabei sind, weil ich mit denen viel teile an politischen Zielen. Aber ich habe auch ein bisschen Sorge, dass die am Ende klein rauskommen. Denn das ist für die eine ganz erhebliche Gefahr. Ja, das sagen ja viele Koalitionspartner von Angela Merkel. Dass das vielleicht das nicht ist nicht so. Nur Angela Merkel, die ist es auch. Aber es ist auch die Funktion da drin. Und da können Sie sich, der Schwanz wird nicht mit dem Hund wedeln, das glaube ich nicht. Glauben Sie denn, es wird Jamaika geben? Sehen Sie eine Chance? Och, da lasse ich mich überraschend. Wobei die Frage glauben ist, Sie, ob da nicht zwei Schwänze sind dann in einer solchen Partei. Wie bitte? Wobei die Frage dann ist, ob da nicht zwei Schwänze sind in einer solchen Partei. Aber wird es Jamaika geben? Was glauben Sie? Zuerst glaube ich, dass diejenigen, die da jetzt verhandeln miteinander, wirklich sich klar darüber sein müssen, dass wir keine belgischen Verhältnisse hier brauchen können, wo man jetzt monatelang und halb Jahre lang und ein Jahr lang verhandelt, ohne zu Ergebnissen zu kommen. Und ich glaube, wir sollten uns auch nicht antun, dass wir jetzt schon wieder über die nächste Wahl, eine Neuwahl, eine vorgezogene Neuwahl diskutieren. Doch, man muss sich dann eben wirklich zusammenraufen. Aber da hilft eine ganz einfache Sache, Transparenz. Das nehme ich als Schlusswort, denn wir sind schon drüber. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion bei Ihnen und bei Ihnen bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuschauen.